Grüß euch. Was kriegt's denn? Die da und meine Zigaretten. Wann reißen Sie das Haus jetzt ab? In 14 Tagen. Da habe ich dann den Schirm auf. Und? Nichts Neues in Aussicht? Na was denn? Luftballons verkaufen? Oder vielleicht Salzgurken vom Gänsehäuf? Es ist im Winter besonders günstig. Naja, was soll's. Red mal von was anderem. Hast du schon Freundinnen? Mhm. Ja, zwei türkische Mädel. Komm, sag der Frau Schimmig, wie deine Freundinnen heißen. Jarmila und Fatima. Das sind aber zwei schöne Namen. Dürfen unsere nicht mit ihr spielen, weil die Mama in der Bibschau arbeitet? Genau so ist es. Lauter Arschlöcher. Magst du ein paar Schnitten? Ja, bitte. Ja, na, wie sagt man da? Danke. Na gut, gehen wir, ha? Was strickst du denn da Schönes? Ein Jankerl für den Gusti. Hoffentlich wäre ich fertig, bevor der Winter vorbei ist. Naja, jetzt habe ich genug Zeit zum Stricken. Servus. Wissen Sie, ich habe einen Hund gehabt, der ist mir vor kurzer Zeit gestorben. Jetzt hätte ich halt gern. Ah, der gefällt mir mal. Ja? Das ist ein Eskimo-Hund. Ja. Ja, sag einmal, wie heißt du denn? Wutzi, ein Weiberl ist das, 3 Jahre alt. Also ein Weiberl? Morgen halt eigentlich ein Weiberl. Das ist auch ein Weiberl. Mhm. Danke. Ja. Das sind Hexi, Maxi und Rolfi. Das ist der Rolfi, das ist ein Rüde. Das ist nicht der Rolfi, das ist der Bezirksrat. Der muss ein Wundergeschenk sein. Schaut, wie mir ausschaut. Der kennt mich. Der weiß, dass ich sein Herr bin. Gell? Du kennst deinen alten guten Ack wieder. Ja, genau. Den haben wir von Vöcklerbruck geholt. Der war sein Leben lang nie in Wien. Da muss eine Wiedergeburt muss da geschehen sein, oder sowas in den. Mach's mir schnell auf, damit ich zu meinen Viechern komme. Ja, das ist mir wieder auf. Bezirksrat. Jetzt bringt uns niemand mehr auseinander, gell? Schön, ja. Es ist er. Er hat immer die Mandeln gemacht. Komm, jetzt gehen wir miteinander. Oh, ja, jetzt haben wir uns, gell? So leicht haben wir es nicht mit dir, Scheutel. Erst machst du uns einen Sexskandal in Ungarn und dann schickst du uns deine Dings da, deine Lebensgefährtin oder was die ist, damit wir dir helfen, weil du dein Geschäft in den Graben gefahren hast. Moment, was heißt, ich habe euch die Maus, die Frau Turecek hergeschickt. Ihr habt es mir doch geschrieben. Na, da irrst du dich. Von uns aus hätten wir dir nie einen Brief geschrieben. Die ist hier gewesen und hat wegen dir Rotz und Wasser geheult. Ja, das ist doch... Wie kommt die Verrückte dazu? Also zu der kannst du wirklich gratulieren. Die ist zum Schießen. Sie ist wirklich ohne Wissen von mir... Das ist peinlich. So ein Besen geht einfach daher. Also, mit einem Kredit können wir dir leider nicht helfen. Aber mit was anderem, Schwartl. Reden wir offen. Du weißt, dass wir momentan stimmenmäßig nicht gerade übermäßig dastehen. Daher sind wir daran interessiert, dass du in Kaisermühlen nicht ganz von der Bildfläche verschwindest, weil du ja trotz deiner gewissen Dummheiten eine Popularität genießt. In Transdanubien. Wie darf ich das verstehen, Kohlmann? Wir wollen dir den Bezirksrat erhalten. Denn wenn es dich am Riemen reißt, dann kannst du wenigstens verhindern, dass wir in Kaisermühlen noch mehr Stimmen verlieren. Ergo sind der Präsident und ich übereingekommen, dass wir dich nicht ganz fallen lassen, sondern dir einen Posten bei uns im Haus anbieten. Also, wenn du in Kaisermühlen wohnen bleibst, ne? Ja, heißt das, ihr werdet mich zum Kamerad machen? Nicht direkt, Scheutl.
Dazu fehlen dir ja wirklich alle Voraussetzungen. Wir bieten dir einen Posten als Angestellter. Also, kein Weltwunder, logisch, aber immerhin mit einem Gehalt in der Größenordnung von, sagen wir, naja, also 30.000. Ne? 30.000? Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht müsste ich doch zuerst einmal Mit deiner Frau Turecek brauchst du gar nicht reden. Das ist quasi in Ordnung. Ne? Was? Ich habe ja gleich gesehen, wer von euch zwei die Hosen anhat. Dich habe ich ja nur hierher gebeten, weil das unter kultivierten Menschen quasi zum guten Ton gehört. Hm? Also, was ist? Sagst du ja? Oder was? Wenn ohnehin schon alles ausgemacht worden ist, dann ja, gerne. Bitte. Servus. Servus. Na, was grinst denn wie ein Hutspiel? Hast du im Rubeln gewonnen? Viel besser, Mama. Dem Abdul seine Eltern kommen am Freitag. Na und? Na, zu uns auch, Mama. Weil schauen wollen, wie die Braut von Abdul lebt und mit dir als Mutter über die Heirat reden wollen. Ah! Ich geh von lauter Freude direkt einen Putzelbaum machen. Mach lieber keinen. Putz die Fenster, räum dein Zimmer auf, sonst rennen dem Abdul seine Eltern gleich wieder fort. Ich putze überhaupt die ganze Wohnung. Ich wasche die Vorhänge, ich mach einfach alles. Jetzt oder noch. Weil, wenn der Abdul mit seinem Studium fertig ist und wir in der großen Villa in Kairo wohnen und ich meine einzelne Dienstmadeln habe und er sein Diener, brauche ich mich nur mehr pflegen und gut ausschauen. Bremst die ein. Schön lieber die Erde, ich mach dir die Bratwürstel. Ah ja, Mama, das ist ein Brief für dich. Von der Austria Tabak. Kannst wegschmeißen, da steht eh nur drin, dass ich die Trafik aufgeben muss. Na, war reinschauen tät ich schon. Darf ich? Wenn's du willst. Mama, du kriegst eine neue Trafik. 10, gib her da. Na, da schon eine. Was freuen wir uns Ihnen, falls Ihrerseits Interesse besteht, die unvorhergesehen freigewordene Trafik in der Schüttaustraße zu üben. Das ist ja die Güte. Ja! Das wird er nicht mehr machen. Ich glaube, ich kriege keine Herzinfarkt. Das ist die schäbiglose Trafik. Ja. Das ist doch wurscht. Heute ist für uns beide ein Glückstag, Mama. Das ist ganz lang. Ja, ja, jawohl, geht in Ordnung. Danke. Das ist ein Wundercheck, wirklich. Wie können Sie denn was in Aussicht stellen, was doch gar nicht definitiv ist? Ich meine, das ist doch wirklich peinlich, wenn... Das wäre dann die Frau Schimek. Ah, ja, 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 natürlich. Ja, danke schön, Mutterchick. Ja, ich begrüße Sie, liebe Frau... Schimek. Schimek, ja, natürlich. Ja. Es ist nämlich so, es werden in nächster Zeit einige Trafiken wieder frei, aber, naja, wir müssen bei der Vergabe natürlich auch andere Bewerber berücksichtigen. Ja, ich kann es eh noch gar nicht glauben. Es hat ja geheißen, dass ich auf der Liste ganz hinten stehe und gar keine Chance auf eine neue Trafik habe. Ja, ja, stimmt ja, Frau Schimmel, stimmt ja auch. Aber es hat jemand für Sie interveniert und uns Ihre Person und Ihre, ja, so relative Notlage durch die Schließung Ihrer Trafik in der Schiffmühlstraße geschildert. Und da haben wir sie halt ein bisschen vorgereiht, ne? War der, der interveniert hat, ein gewisser Bezirksrat Wislocil? Weil wenn es er war, dann verzichte ich auf die neue Trafik. Wie war dein Name? Wislocil. Nein, nein, nie gehört. Wer soll denn das sein? Nein, nein. Wer für Sie interveniert hat, liebe Frau Schimek, das war der Hofrat Kampanik. Den kenne ich wieder nicht. Aber... Er Sie, Frau Schimmig. Er ist Kunde bei Ihnen. Er kauft seine Virginia bei Ihnen. Und daher weiß er auch von Ihrem Malheur. Virginia, ist das so ein kleinerer Herr mit einem gepflegten Schnurrbart? So ein bisschen älter? Jawohl, genau. Das ist der Hofrat Kampanik. Ist ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich noch keine drei Sätze geredet. Der hat mich zwar einmal... ist ja wurscht. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, Herr Direktor. Danken Sie sich lieber beim Hofrat Kampanik.
Aber Sie können schon langsam anfangen, auf die Ablöse zu sparen. Denn eine von den freien Trafiken bekommen Sie auf jeden Fall. Und schon demnächst. Ablöse, Momentl, wie hoch wird denn die sein? Bei reich oder was bin ich nicht? Naja, auch da werden wir eine Lösung finden, nicht? Gegebenenfalls werden wir Ihnen heute mit einem kleinen Krediterl unter die Arme greifen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Direktor. Ist schon recht. Wunderacek! Bis Anfang nächster Woche bringen Sie diesen ganzen Ballerwatsch hier in Ordnung. Verstanden? Und dann werden wir Ihnen auch sagen, wo Ihre neue Trafik liegt, gnädige Frau. Die schauen Sie sich in Ruhe an und dann machen wir den ganzen Papierkrieg. Gell, Wunderacek? Danke. Ja, grüß Gott, liebe Herr Abdul. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich Ihnen meine Eltern vorstellen? Ja. Das ist die Frau Kaiser. Grüß Gott, gnädige Frau. Grüß Gott. Freut mich sehr. Ja, schön ist in unserem schönen Wien, nicht? Ein netter Mensch, Ihr Herr Sohn. Und so freundlich. Da sieht man, dass er eine sehr gute Kinderstube gehabt hat. Ein wirklich lieber und zuvorkommender junger Mann. Alle haben ihn gern. Ja, alle. Gell, Herr Masterle? Du hast den Herrn Abdul auch lieb, gell? Ja. Haben Sie einen guten Flug gehabt? Danke, danke, danke. War sehr schön. Und wo wohnen Sie, wenn man fragen darf? Wohnen Sie bei Ihrem Herrn Sohn? Er soll ja eine so schöne große Wohnung haben. Meine Eltern wohnen in Hilton. Ah, so im Hilton, ja. Ja, das ist ein modernes Hotel und so nah an der Innenstadt. Haben Sie sich Ihnen da schon einmal umgeschaut? Wien kenne ich sehr gut. Ich habe hier studiert. Und, entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir müssen gehen. Es hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch, ja. Sie gehen zu Frau Schimmig auf Besuch, gell? Ja, die warten eh schon alle. Und vor einer halben Stunde ist auch der Sohn gekommen und die Schwiegertochter mit dem Baby. Ein liebes Kind. Karte, Leute. Überhaupt die Frau. Überhaupt ist die noch Frittete. Im Hilton wohnen sie. Ein Kriminalbeamter ist immer im Dienst. Deswegen habe ich meinen Puffen nicht angelegt. Puffen? Ja, weil es Puff macht. Eine Glock, mannstoppend. Wenn sie einen Schwachen trifft, ist er hin. Sehr schön. Was ist denn? Sehr schön, sehr schön. Eigentlich, wie können Sie jetzt mit meinem Sohn nur auskommen? Er ist doch ein Chaot. Nein, ist er nicht. Wir haben uns so gern, dass wir es gar nicht zahlen können. Die haben sie wirklich gern. Und sie passen so gut zusammen. Wir werden einmal schöne Kinder haben. Ich habe das Buch Senuhe der Ägypter gelesen. Und im Fernsehen habe ich die Pyramiden gesehen. Wirklich hochinteressant. Sie müssen einmal nach Ägypten kommen. Ist ein schönes Land. Sie könnten bei uns wohnen. Und wir würden Ihnen gerne die Sehenswürdigkeiten zeigen. Danke, sehr gerne. Das ist ein gefährlich, Ägypten. Wollen Sie nicht zum Abendessen bleiben? Ich habe ein paar Bockhändel. Die habe ich gleich ausgebacken. Ja, aus dem Garage. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Wir haben bereits eine Verpflichtung. Mit unserem Sohn und einigen Freunden. Danke Ihnen. Ja, wenn wir schon was vorhaben, vielleicht können wir morgen irgendwo was essen. Nur Sie drei, die Mama und ich, oder? Alles wird gut. Also dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tag. Guten Tag, was kann ich tun für Sie? Guten Tag, bitte lachen Sie mich nicht aus, aber ich hätte gern was über die Wiedergeburt erfahren. Warum soll ich Sie auslachen?
Der Gedanke der Wiedergeburt ist weit verbreitet. Hä? Moment. In Indien zum Beispiel glaubt man, dass der Geist oder die Seele eines Verstorbenen sich in einer neuen Existenz wieder verkörpert. Und welche Form der Existenz das ist, das bedingt sich dann durch die Verdienste oder Nichtverdienste, die der Verstorbene im Laufe seines Lebens erworben hat. Ja, und durch das Karma, selbstverständlich. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Was, Bezirksrat? Also, soweit ich Sie verstanden habe, heißt das, dass wenn einer gestorben ist, dann wieder als Baby oder als junger Hund auf die Welt kommt? Ja, im Prinzip, das heißt es, ja. Sagen Sie, gibt's was, dass wenn einer gestorben ist, also dass dann die Seele von den Gestorbenen in einen lebenden Körper hineinschlüpft und dann weiterlebt, als ob nichts gewesen war? Ja, die jüdische Mystik hat so eine Theorie entwickelt, warten Sie, ja. Die sogenannte Seelenschwängerung. Sie besagt, dass die Seele eines Verstorbenen in einen Lebenden schlüpft und dort lebt, wobei es dann unerheblich ist, welches Alter der Lebende hat. Die sogenannte Dibbuk-Theorie besagt dann weiter, dass... Ich verstehe. Die Seele von den Verstorbenen lebt dann im Körper von den Lebenden weiter. Ja, zufrieden? Vollkommen. Danke. Darf das nicht mehr? Ich wollte Ihnen nur sagen, wissen Sie, der Mehundl da, der Bezirksrat, ist nämlich nicht mein alter Bezirksrat. Trotzdem aber doch. Komm da, alter Dibbuk. Also, wenn ich mich frage, wie hübsch da wohl noch sind. Das ist überhaupt nicht wahr. Denen ist halt alles fremd. Die müssen nur ein bisschen auftauen. Das glaube ich auch. Der Vater ist ein netter Mensch. Aber die Mutter, die schaut ja auch wie die Mündung von einer Anaconda. Wie was? Hol die Anaconda, Revolver, der Chopperl. Du und deine Puffen. Hast du nichts anderes im Schädel? Was ist denn? Ich hab doch nur gesagt, wenn man dem Abdul seine Mutter vorkommt. Die mag uns nicht. Für die alte Biskuns haben wir da nur Scheißdreck. Gustl, nicht vor dem Kind. Okay, der Kleine versteht eh noch nichts, gell? Außerdem muss ich bei Zeiten an die Reden von den echten Männern gewinnen. Aber nicht ans Reden von einem Ungustl, wie du eins bist. Den Abdul seine Eltern sind nur wegen dir nicht zum Nachbarn blieben, weil du entweder die ganze Zeit ordinär oder deppert geredet hast. Ich, der dich, Trottel, auch nicht zum Verwandten haben wollen. Ist der schon ein Kumpel? So, halt ein bisschen zurück. Immerhin ist deine Schwester. Ja, aber... Also, wenn sie die Weiber in Ägypten so aufführen, fällt der Watschenbaum um. Du bist aber in Kaisermühlen und holst jetzt deine Pappen. Du wirst auch nicht bei der Hochzeit dabei sein, wenn die Ines den Abdul heirat. Sowas wie die kann man nicht unter die Leute lassen. Was gehst denn jetzt auf mich los, Mama? Ich meine, ich hab mich echt total nett unterhalten. Bitte kein Mülltreiber. Ja, was ist mit Ihnen, Frau Kaiser? Haben Sie Bauchzwicken oder was? Der Hund. Meinen Sie mein Hund? Meinen Sie den Bezirksrat? Ich hab glaubt, er ist eingeschläfert worden. Ich hab glaubt, er schwebt im Universum paratumatum. Das war, aber jetzt lebt er wieder. Regt ihn nicht auf. Frau Kaiser, regt ihn nicht auf, es ist ein anderer Hund. Nein, das ist kein anderer Hund, das ist der alte Bezirksrat. Der ist eben nur seelengeschwängert. Blödsinn! Das sind die bösen Geister mit dem Spiel. Komm, Basti, wir müssen heim. Wir müssen Knoblauch aufhängen. Komm. Der rennt ja so, wie wer in den Hintern gestochen hat. Keine Ahnung von Seele. Von Schwängerung schon gar nicht. Nichts Schöneres, als im Bett liegen und sich im Fernsehen die große, weite Welt anschauen. Obwohl ich eigentlich lieber was Lustiges sehe. Oder einen Film mit Kevin Costner. Du mit deinem Costner? Hat der Frau nur wegen dem Hals? Was hat denn der Costner, was wir andere Männer nicht haben? Ha? Ein Flair. Eine Aura. Wann der ins Bett kommt, spüre ich direkt einen Stich im Bauch. Ein Einbrecher. Glaubst du? Aber schau noch. Der Kevin Costner war schon längst draußen.
Grüß euch. Störe ich? Was machst denn du da? Nix, ich will nur wieder mein Zimmer wohnen. Hast du gestern nicht geholt? Du hast doch eh deine eigene Wohnung. Nicht sag, du hast mit der Claudia einen Wickel. Nur ein Bekan mehr. Lass mich scheiden. In der Familie Scheutl wird nicht geschieden. Wir sind katholisch. Ah, das ist interessant, ja. Wo ist das bei dir? Also, was ich bin, das gehört hier nicht her. Aber du! Ich stehe den ganzen Tag in der Bank. Ich kauf ein, koch, wasch, staubsaugen, alles. Und sie pudert mit halb Wien, hängt mit den Giftlern herum und die kannst zahlen auch noch. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt wird alles anders. Geht schlafen. Bleib zurück liegen, ich überziehe mir mein Bett schon selber. Und schönen Abend noch, gell? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ungut, scheißlich, wird der Kneißer sagen. Nie kann er Ruhe sein. Und du, hör auf mit diesem blöden Lachen, Kruzifix hinein! Sag mir Kruzifix hinein. Du bist nämlich katholisch. Ja, aber was ich bin oder nicht, ist... Jedenfalls hört sich dein unkultiviertes Nockert herumrennen auf, wenn der Peppi hier im Haus bleiben wird, ja? Das gehört sich nicht. Kern tut sie viel nicht. Der Peppi wird mir schon nichts überschauen. Was hätten Sie denn gerne gehabt? Ich möchte die Frau Müller ansprechen. Bitte schön. Ja, das bin ich. Und Sie sind die Frau Schimmig. Sie haben die Trafik in der Schiefmühlenstraße, gell? Gehabt. Jetzt soll ich ja Ihre übernehmen. Ja, ja. Ich habe gehört davon. Das ist die Frau Horak, meine Verkäuferin. Guten Tag. Ehrlich und sehr verlässlich. Die könnten Sie eigentlich gleich mit übernehmen. Ja, das kann ich noch nicht sagen. Weil vielleicht nehme ich meine Tochter als Hilfe. Also, ich würde schon gern bei Ihnen bleiben. Ich meine, ich war halt eingearbeitet und ich kenne alle Kunden da. Werden wir es überlegen. Sagen Sie, warum wollen Sie so eine schöne Trafik aufgeben? Das muss ja ein Goldgrum sein. Ich gehe nach Amerika. Zu meiner Tochter und zum Schwiegersohn. Der ist Arzt in Florida. Das ist ein Zufall. So? Meine Tochter wird wahrscheinlich auch ins Ausland heiraten, auch einen angehenden Arzt nach Ägypten. Eine sehr reiche Familie. Dann wünsche ich ihr so viel Glück, wie meine Ingrid mit Johnny hat. Danke. So, Frau Horak, Sie machen eh weiter. Wir gehen ein bisschen nach hinten, Frau Schimmig, ja? Sagen Sie, die Sachen da im Kosten, die teuren, die verkaufen Sie alle? Ja, freilich. Also in meiner alten Trafik war ich da ewig drauf sitzen geblieben. Nein, da nicht. Das ist ein ganz anderer Kundenkreis. So, jetzt gehen wir und reden bei einem Charlotte-Café über alles, ja? Gern. Guten Tag. Guten Tag. Ein Packerl, danke. Packerl, bitte. Danke. Warum bleibst du stehen? Kann sie was fragen? Dann frag doch. Alle Leute heiraten. Meine Frau. Ja, und? Franzi möchte. Na, was möchte der Franzi denn? Franzi möchte Hilde heiraten. Ich kann dich nicht heiraten. Warum? Alle Leute heiraten, außer Frau Kitty. Warum Hilde nicht Franzi heiraten? Weil ich jemanden anderen heirate. Einen Kollegen aus dem Büro, du kennst ihn nicht. Er heißt Georg und er hat mich sehr lieb und ich ihn auch. Warum Hilde nicht Franzi lieb? Weil ich halt den Georg hab. Nicht böse sein, Franzi. Dich hab ich ja auch lieb, aber halt anders. Nein, Hilde Franzi nicht lieb. Franzi niemand lieb. Franzi allein, Franzi böse. Vergessen, dass Franzi fragen wegen Heirat. Aber Franzi, bitte. Wenn Hilde heiraten, fort aus Gemeinschaftswohnung. Franzi besser tot. Friedhof. Bleib doch da, ich möchte doch mit dir reden. Nix reden, nix fragen, nix sagen. Franzi allein. Besser so. Hallo?
Schauen Sie, Fräulein Ines, es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich kann mich nicht über den Willen meiner Frau hinwegsetzen. Aber was sagt denn der Abdul? Warum ist der Abdul nicht da und sagt mir das selber? Weil es ihm seine Mutter verboten hat. Und das lässt er sich verbieten? Er muss. Wissen Sie, Fräulein Ines, in unserer Familie regiert meine Frau. Aber was hat denn Ihre Frau gegen mich? Habe ich ihr was da? Der Abdul und ich sind jetzt so glücklich miteinander. Ich weiß. Der Abdul ist auch sehr traurig. Trotzdem. Jedenfalls müssen Sie und mein Sohn die Verbindung als beendet betrachten. Und was ist, wenn wir uns trotzdem sehen? Wenn Sie und Ihre Frau wieder weg sind? Es wird nicht möglich sein. Mein Sohn wird sein Studium in Wien abbrechen und irgendwo in Deutschland weiter studieren. Meine Frau hat alles organisiert. Bitte weinen Sie nicht, Fräulein Ines. Fassen Sie sich. Ich weiß, dass Ihr Schmerz sehr groß ist. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Eine Art Unterstützung. Ja, was glauben Sie, was ich bin? Ich bin ja kein Hur. Das können Sie vielleicht bei Ihnen zu Hause machen in Ägypten, aber bei uns nicht. Behalten Sie noch Geld oder das von Ihrer Frau. Steckt es euch in den Hintern. Und sagen Sie mal, Abdul, wenn er zweig ist, mir das selbst zu sagen, dann soll er sich aufhängen. Natürlich habe ich das machen müssen, Frau Pieper. Bin ich der Mensch, der einen anderen ins Unglück rennen lässt? Ah, also. Nein, ich habe die Mutter vom Ägypter, nur aufgeklärt, was es mit der sogenannten Familie Schimmick auf sich hat. Mhm. Denn, weil, wenn man alle Zunftfall zusammenrechnet, die Schimmick schon drin gehabt hat, da kommen ein paar ganz schöne Kilometer heraus. Ja, und die Tochter, habe ich ja gesagt, ist wie das Abziehbild ihrer Mutter. Ja, angerufen habe ich sie im Hotel. Ja, mit einem Papiertaschentuch über den Hörer. Damit meine Stimme anders klingt. Oh nein, Deutsch kann die nicht, die Ägypterin, aber ich kann ja Englisch. Das ist halt so schlecht. Aha. Ja, und eingeschlagen hat es wie ein Bomben, meine Liebe. Ja, gerade ist die Ines meinend nach Haus gekommen und jetzt halten es Familienrat. Mhm. Wieso ich das weiß, wo ich nicht zu Schimmig reinschauen kann? Ja, von der Ines. Ja, wie ich sie gefragt habe, wann die Hochzeit sein wird, hat es gleich zum Weinen angefangen. Also auf eine Frechheit. Natürlich. Das heißt nicht meine Sache. Alles ist meine Sache, was in Kaisermühlen passiert. Ach. Ich kann mir halt nichts machen. Mit der Zeit wirst du den Abdul schon wieder vergessen. Na logisch. Schau mir, ich hab den Arsch schon vergessen, bevor ich ihn noch gesehen hab. Gustl, bitte! Weil, wenn ich nur wüsste, was den Abdul seine Mutter. Geh bitte hör mal auf mit der blöden Gurken. Dann bist nur du schon, du mit deiner stefferten Gurschen, du! Bitte, was hab ich denn gemacht? Jetzt hört's auf. Was passiert ist, ist passiert. Oh, komm, krieg dich nicht. Weißt du, ich glaube, dass der Abdul gar nicht der richtige Mann für dich gewesen war. Wenn einer so unter der Fuchtel von seiner Mutter steht, dann ist er eigentlich feig. Genau, sag ich ja. Für mich sind alle Männer gestorben. Außer uns, Gusti, gell? Naja, ist eh gescheiter, dass die ganze Geschichte ins Wasser gefallen ist. Mein Gott, was ich da als Staatsbeamter alles mitmachen muss in der Familie, ist eh ein Wahnsinn. Zuerst ein Neger, dann ein Araber. Wovon ich jetzt im Dienst war, war das eine volle 269er, Mama. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Schau da, jetzt zieht mir die Finger. Siehst du das Bezirksrat? Da haben wir uns in deinem frühen Leben kennengelernt. Du warst da abbunden und der Franzi und ich,
haben dich befreit. Wir haben uns ja von ersten Anblick gut verstanden. Ich hab halt einschläfern lassen müssen, weil du hast die Nervenstaub ausgehabt. Schau, die Frau Schimek. Kannst du nur die Frau Schimek kennen? Grüß Ihnen gut, Frau Schimek. Ach so, von der. Ja. Grüß Ihnen auch, Herr Kudaniak. Na, sind schon glücklich mit Ihren Hunderl, gell? Ja. Man glaubt gar nicht, wie der dem Alten ähnlich schaut. Es ist der alte Frau Schimek. Schau, was Wunderbares. Seine Seelenschwängerung. Ich bin der Kudaniak. Tag, Trautmann. Wir haben uns zufällig getroffen, der Herr Inspektor und ich. Trautmann, da haben wir einen Gärtner gehabt, am Gänsehäufig, der Trautmann. War das in der Vater? Nein. Mein Vater war ein englischer Soldat. Hat Viva geheißen. Hat aber meine Mutter nie geheiratet. Bin halt, wie man so gesagt hat, ein Besatzungskind. Er macht ja nichts. Kind ist Kind und Hund ist Hund. Was beziehungsweise? Entschuldigen Sie. Sind Sie verheiratet? Nein. Es geht mir ja nichts an, aber ich an Ihrer Stelle werde mich an die Frau Schimek halten. Wirklich, Herr Trautmann, Sie sind eine wunderbare Frau. Wiederschauen. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Hör mal auf mit deinen Ideen. Ich sage nur, Kalifornien-Eis mitten im Winter. Ich meine, so ein Blödsinn, kaum hast du irgendeine Idee, kann man sofort wieder vergessen. Ja, aber nicht unser Heiratsvermittlungsbüro. Jetzt überleg einmal bitte. Schau dich um, es wimmelt überall von wirklich frustrierten, einsamen, wirklich armen Leuten. Volltrotteln, steppert das, wenn wir ihn. Verstehst? Und jetzt gibt's uns. Hm? Wo sollen wir's machen? Da beim Chinesen oder am Schütterplatz? In der schiefen Straße drüben. Ja, wieder vom Wieselotschild. Da war mir noch was schuldig, aber ein super Lokal, weißt? Zum Investieren. Null, ja? Miete zahlen wir von den ersten Einnahmen. Und was brauchst du? Klumpert jetzt? Videorekorder, Videokamera, Computer. Kauf mir noch im Versandhaus. Kaufe gleich, zahl später. Viel später. Verstehst du? Für was ein Videorekorder? So. Sag mal, du weißt ja überhaupt nicht, wie das funktioniert, bitte. Pass auf. Stell dir vor, da kommt einer, ja? Sehr frustriert, ja? Kommt einer bei der Tür. Ja, na, ich weiß, ich finde keine, bin ich so schier oder stinke oder was ist, ne? Sag mal, na, passen Sie auf, wir machen ein Video von Ihnen, zeigen wir als Referenz die Video von den Hosen, was wir haben zum Beispiel schon, ja? Der sieht dann und sagt, jö, boah, das aber lieb, haben Sie nicht da oder so? Ja, wir geben ihm die Adresse und kassieren, vorher. Ja? Wieso denn vorher? Ja, sag einmal, soll ich warten, bis er es pampert oder was? Verstehst? Und außerdem, wenn wir gescheit sind, geben wir uns selber eine in die Kartei. Weißt du, es kommt eine, irgendeine Reiche mit einem Geld, die ist eingenäht. Oder eine mit einer Wohnung, war auch nicht schlecht. Ja, mit einer Wohnung hast du eh jemand? Nein, das. Mit der Leitner, das ist nichts. Das glaube ich auch. Du packst ja nicht einmal die Hausmeisterin. Und du willst jetzt mit der Ex-Frau vom Leitner was anfangen? Nix. Bei der Leitner wird nicht da drin, das haben wir mit ihr selber ausgemacht. Ja. Außerdem, das geht jetzt überhaupt nicht. Nur wichtig, was wir brauchen, und zwar schnell, ein Erfolgsnachweis. Das heißt, halt einmal. Ah. Sonst. Na. Hallo, Meister der Kochkunst. Frage, bist du mit einer Zuckermaus verheiratet? Nein. Super. Und so, ich zeig euch was. Good news for you. Ihr zwei könnt jetzt endlich heiraten. Über unser Büro. Machen wir keinen Reklamepreis, was? Nichts für Reklamepreis. Ich nichts wollen heiraten. Moment, um das geht's ja nicht. Du, sag ihm das. Es heiratet's nicht wegen euch zwei, es heiratet's wegen uns zwei. So ist Erfolgsnachweis. Danke. Danke. Ist ein Sonderheft. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen. Schauen Sie, es drängt dich nicht so. Ich fahre nicht morgen nach Amerika, sondern erst in 6 Wochen. Und dann können Sie mir das Geld von der Ablöse auch nach Orlando überweisen. Das ist ganz lieb, danke schön. Ich werde sicher nicht ums Haxl hauen.
Ja, Frau Horak, es tut mir leid, aber Ihnen kann ich nicht nehmen, weil meine Tochter sucht dringend einen Job. Ich werde mir schon was anderes finden. Aber ja, Sie sind ja noch jung. Na sehr gut, also wann soll ich es jetzt übernehmen? Na, in einem Monat. Ja, soll ich nicht ein paar Tage früher kommen, dass ich die Kunden kennenlerne und den Hausbrauch? Ja, das ist eine gute Idee. Wann könnten Sie denn? Na, was weiß ich, sagen wir in 14 Tagen? Das wird passen. Also dann, wiederschauen. Hier, Frau Horak. Ja, wenn eh nichts mehr ist, dann kann ich jetzt gehen, ne? Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Es tut mir leid wegen Ihrer Verkäuferin. Gehen Sie uns eine Tochter an. Was tut man nicht alles für die Kinder? Wem sagen Sie das? Also, Wiederschauen. Danke. Deppert, du kannst dich nicht einfach abdrehen. Ich weiß noch nicht, wer der Mörder ist. Dreh sofort wieder auf, Peppi. Papa, das Fernsehen ist eh zum Abgewöhnen, ob mit oder ohne Schüssel. Naja, man hat wenigstens das Gefühl, dass man ein bisschen was erlebt. Erlebt, erleben ist was anderes, zumindest für mich. Sag, ist dein Herz, Papa, noch nicht zu Hause? Fast 12. Das ist ein starkes Stück, was die Maus sich da leistet. Naja, aber das war halt zum letzten Mal, das schwöre ich. Papa, schwör lieber nicht. Die macht ja doch mit dir, was sie will. Aber jetzt ist Schluss. Lass sie von mir einen Pötzmantel kaufen und geht dann vielleicht damit auf Aufriss. Wenn man wenigstens wüsste, wo sie überhaupt ist. Frag die Kaiser. Die weiß das sicher. Na, danke. Und draußen steht das Geschirr von 2 Tagen. Wo kommen wir denn da hin? Dorthin, von wo du nie wegkommen wirst, Papa. Aber ich hab's hinter mir. Gott sei Dank. Ich bin seit heute früh geschieden. Und ich geh fort. Für immer. Was? Aber Peppi, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh ja. Dein Sohn macht es nicht mehr mit. Der hat sich viel zu lange auf der Nase herumtanzen lassen. Von dir, von der Oma, von der Claudia, vor allem von dir. Ja, Moment, wie redest du eigentlich mit deinem Vater? Ganz ruhig, von Mann zu Mann. Aber dir bin ich eigentlich eh nicht böse. Von dir gehe ich ja im Guten. Ja, was hast du denn vor, um Gottes Willen? Was wichtig ist, ich lasse mich von meiner Bank nach Moskau versetzen. Wir machen dort eine neue Filiale auf. Morgen um 10 sitze ich schon im Flugzeug. Was? Du willst nach Russland? Freiwillig? Ja, wohin denn sonst? Nach Ungarn kann ich ja nicht. Dort hast du unseren Ruf versaut auf Generationen. Jetzt hör doch zum Warner auf, ist doch lächerlich. Der Hausinspektor soll sich nicht so aufbuddeln. Du aber, er hat gesagt, er duldet keine Unanständigkeiten in seinem Gemeindebau. Aber was der angeschaut hat an mir, so was sie selber am allermeisten welche von mir wünscht. Es ist so alter Wichser. Das Ding geht da nur was an, was die Leute im Haus machen. Dass sie einen Zins zahlen und das nichts ruinieren. Aber was außerhalb machen, das kann einem doch wurscht sein. Genau. Ich möchte nur wissen, wer ihm das schon wieder gesteckt hat. Die Frau Kaiser hat er gesagt. Und dass sie auch für die anderen Mieter spricht, für die Anständigen. Der depperten Kaiser soll mir links und rechts eine Arbe haben. Dabei ist jedes Mal sowas von scheißfreundlich, wenn es mir mit der Birgit zieht. Ein paar Mal hat es der Kleine dann auch schon eine Schokolade gegeben. Und hat gesagt, da hast du arme Kleine. Der hat sicher darauf angespielt, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ich gebe den auch schon wieder. Jetzt geht mir das überhaupt erst ein. Weißt du, was ich mache, wenn ich das nächste Mal die alte. Weißt du, was ich dir erzählen werde? Ich sage, du wirst dir überhaupt nichts erzählen. Du wirst dich da nicht dreckig machen an der alten Scheißtrommel. Lass mich das machen. Ich will aber nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten kriegst wegen mir. Du bist ja ein Kanapip schon. Das nicht. Aber ich weiß, wie man mit der Kaiser umgeht. Prost! Da darfst du gehen, gell? Ah, guten Morgen. Heute ist kein guter Morgen.
Besonders nicht für böse Trickschleudern. Sie brauchen ihn ja gar nicht umdrehen, Frau Kaiser. Wir meinen schon ihn. Was? Mich? Aber was habe ich Ihnen denn getan? Uns nix. Aber wem anderen? Über die Wesseli haben sie sich beschwert. Weil sie angeblich unsittlich ist. Aber warum sollte ich mich über die liebe Frau Wesseli beschweren? Im Gegenteil, wenn ich sie mit ihrem reizenden Töchterchen sehe, dann schenke ich ihnen immer Schokolade. Stellen Sie nur nicht deppert, Frau Kaiser. Wir wissen alles. Sie haben die Wesseli beim Hausinspektor wie eine Hure hingestellt, die wo sie alle möglichen Männer in die Wohnung schleppt. Was eine Lüge ist sie, falsche Grazi. Nettig sind's, weil die Wesseli fesch ist und sie ausschauen wie ein alter Schircher Zwetschgenkrampus. Und wenn ihnen bei unseren Hausparteien was nicht passt, dann gehen sie in ein Altersheim. Pass es auf, sonst schwimmen sie eines Tages als tote Leich auf der alten Donau. Der Mensch bedroht mich am Leben! Und Sie haben es gehört! Also, Hilfe! Polizei! Hilfe! Da nichts haben wir gehört! Hast du was gehört? Ja, dass die Frau Kaiser anständige Leute denunziert und aufmacht! Was? Ich? Was? Was? Ach, er ist so blöd! Was? Komm! Da stessen, so ist die du, Gustl.